Kindern Bescheid sagen sollen. Die schlafen. Bestimmt haben sie sich Sorgen gemacht. Die sagen uns ja auch nicht Bescheid, wenn sie später kommen. Sie geht mit Lukas in eine Klasse. Das Mädchen ist manchmal im Stall mit Till. Was ist denn da los? Fahren Sie bitte weiter. Ich hole nur schnell meine Kamera. Schau lieber noch mal nach den Pferden. Gleich, wenn ich zurück bin. Schau, Paparazzo. Du warst die schönste Frau auf dem ganzen Fest. Du hast die kleine Rothaarige vergessen, mit der du die ganze Zeit getanzt hast. Ich habe nur an dich gedacht. Lügner! Nicht einschlafen, bis ich zurückkomme. Ja? Vergiss es! Was ist denn hier los? Eine Geiselnahme. Ist schon vorbei. Wir sind zu spät, Kollege. Moin. Na, der hat Nerven. Ich bin Journalist. Entschuldigung, können Sie mir nach da vorne folgen, bitte? Morgen. Frau Bürgermeister, Herr Pfarrer, das sieht ja schlimm aus. Sie sind Herr Vesnik. Ich wohne hier im Dorf. Ich bin Fotojournalist. Was gibt's denn? Die Eltern von Katja Ramelow sind erschossen worden. Oh mein Gott. Stiller, Staatsanwaltschaft Potsdam. Sie sind der Vater von Lukas Vesnik? Ja. Was ist denn mit Lukas? Kommen Sie bitte mit. Was ist denn mit Lukas? Ihr Sohn und sein Freund haben die Eltern von Katja Ramelow erschossen. Was? Na kommen Sie, steigen Sie ein. Wo fahren wir denn hin? Zu Ihrem Sohn, ins Krankenhaus. Ins Leichenschauhaus wären wohl lieber, was? Kann ich verstehen.
Hallo, Marlene. Das ist Frau Stiller, sie ist Staatsanwältin. Tag. Was ist denn? Wir müssten mal das Zimmer von ihrem Bruder sehen. Ist deine Mutter zu Hause? Sie schläft. Was ist denn mit Lukas? Er ist in Potsdam im Krankenhaus. Ihr Vater ist bei ihm. Könnten Sie Ihre Mutter wecken? Da waren noch drei Särge. Ja. Wer ist? Wer im dritten liegt? Ja. Der Freund Ihres Sohnes. Dennis Brandt. Dennis? Ja, sieht so aus, dass er sich selbst erschossen hat. Ihr Sohn hat das nicht geschafft. Er wollte sich erschießen, als die Polizeikräfte die Wohnung stürmten. Das muss eine Verwechslung sein. Lukas ist doch auf seinem Zimmer. Ich weiß nicht. So, bitte. Kann er uns hören? Keine Ahnung. Wir wissen nur nicht, ob sein Gehirn geschädigt wurde. Die Kugel ist zwar nicht eingedrungen, aber Splitter vom Schläfenknochen. Sie können ruhig seine Hand halten. Vielleicht spürt er das. Ich bin im Ärztezimmer, falls Sie noch Fragen haben. Ich müsste hier auch irgendwo sein. Danke. Nur Zucker. Alles okay? Es kann gut sein, dass Sie einen Schock haben. Sollen wir das mal untersuchen? Ich muss. Bleiben Sie, solange Sie wollen. Wird er durchkommen? Er ist soweit stabil. Radio für Berlin und Brandenburg, wir senden Nachrichten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in dem kleinen brandenburgischen Ort Senitz zu einem Blutbad gekommen. Zwei Jugendliche drangen in die Wohnung einer Freundin ein und erschossen dort deren Eltern. Nachbarn, die die Schüsse gehört hatten, alarmierten die Polizei. Daraufhin nahmen die Täter die 16 Jahre alte Tochter der Familie als Geisel. Nach stundenlangen Verhandlungen mit der Polizei ließen sie das Mädchen am frühen Morgen schließlich laufen. Kurz darauf waren dann zwei weitere Schüsse zu hören. Unsere Einsatzkräfte stürmten die Wohnung und fanden den einen Täter tot, den zweiten schwer verletzt. Kann der Sohn eigentlich Auto fahren? Soweit ein Sprecher der Polizei. Die ganze Nacht weiß nicht. Sich Schaulustige vor ich dachte, sie hätten es ihm vielleicht beigebracht. Wie die Polizei ein Fluchtfahrzeug sie haben doch ein großes Grundstück da draußen. Zustimmung der Täter fand. Bei den Tätern soll es sich um Schulfreunde des Mädchens handeln. Frau Wesnick hat einen Zusammenbruch. Tag. Das ist Herr Wesnick. Ach so. Ich habe Ihre Frau etwas zum Schlafen gegeben. Es wäre schön, wenn jemand da ist, wenn sie wieder aufwacht. Brauchen Sie mich noch?
Nein. Ich weiß, es ist ein schwerer Gang für Sie, aber wenn Sie am Abend zur Andacht kommen wollen, Sie sind herzlich eingeladen. Ihre Kameraadressen. Hier. Geben Sie das her. Herr Wesnick, das sind Sachen aus Lukas' Zimmer und das hier ist eine Mordermittlung. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Herr Wesnick, können wir reden? Was denn noch? Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, wer die Jungen die Waffe hatten. Hier gibt's keine Waffen. Weiterhin hat das Mädchen ausgesagt, einer der Täter sei dann kurz darauf zu ihr ins Zimmer gekommen und habe sie aufgefordert, mit ins Wohnzimmer. Komm, mach das aus. Schauen wir das nicht an. Ich will das nicht. Als sie ins Wohnzimmer gekommen sei, habe der Vater leblos am Boden gelegen und die Mutter neben ihm mit gefesselten Händen gekniet. Der Täter hat dann seinen Freund aufgefordert, die Waffe zu nehmen und die Mutter zu erschießen. Als dieser sich geweigert habe, habe er es selbst getan. Soweit der Stand der das war Entkommen. Lukas. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war Lukas, der nicht schießen wollte. Woher willst du das denn wissen? Na, hörst du da nicht zu? Es hat nur einer geschossen und das war Dennis. Wir müssen ihm helfen, Tom. Er darf nicht sterben. Er darf nicht sterben. Er liegt im Koma. Aber er war es nicht. Er war es nicht. Er war es nicht. Ja? Moment. Papa, ist für dich. Ich glaube, es ist die Ärztin von Lukas. Ja? Ja? Ja, danke, dass Sie angerufen haben. Wir machen uns sofort auf den Weg. Danke. Was ist? Lukas ist wieder bei Bewusstsein. Es geht ihm gut. Das Gehirn ist noch immer geschwollen, aber scheint soweit keine Schädigung davon getragen zu haben. Gott sei Dank. Die Polizei hat ihn auf unsere Bitte hin noch nicht zur Tat befragt. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn sie das auch nicht tun. Guten Abend. Guten Abend.
Lukas, deine Eltern sind da. Was ist passiert? Warum bin ich hier? Es wird alles gut. Es wird alles gut. Ist Papa auch da? Ja, natürlich. Komm bitte. Was ist passiert? Es wird erstmal gesund. Wir waren bei Katja. Ja, ja. Ihr wart bei Katja. Ihr geht's gut. Und Dennis? Du darfst jetzt nur an dich denken, Lukas. Bleibt ihr bei mir? Lukas, das geht leider nicht. Du brauchst deine Ruhe, aber morgen können deine Eltern wiederkommen. Können wir jetzt reden, Herr Vesnik? Muss das jetzt sein? Warum reden Sie denn nicht einfach mit dem Vater von Dennis? Das haben wir schon. Ja, dann wissen Sie ja, wie die Jungs an die Waffe gekommen sind. Leider nein. Dennis Vater besitzt zwar eine Sportpistole, aber die befindet sich ordnungsgemäß verschlossen im Safe seines Schützenvereins. Ja, ja, wer sagt denn, dass er nur eine hat? Ich habe auch eine Pistole. Was? Ja, ich habe nachgeschaut. Sie ist verschwunden. Entschuldigung. Bitte. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Sie auch nicht. Gut. Ist das Ihre Waffe? Ja. Eine russische Markewaffe. Aus NVA-Beständen. Woher haben Sie die? Habe ich in unserem Haus gefunden, als wir renoviert haben. Warum haben Sie sie nicht abgegeben? Ja. Wusste Ihr Sohn von der Waffe? Ja, anscheinend. Ich hab sie ihm nie gezeigt. Ich könnte bitte ein bisschen Wasser haben. Sie auch? Nein, danke. Warum hast du das Ding nicht einfach in den See geschmissen? Ist das alles? Tom, du bewahrst in unserem Haus eine Waffe auf. Sag etwas. Ist das die Mutter von Dennis? Was? Nein, das ist nicht seine Mutter. Warum? Nein, sein Vater hat sie aus Thailand mitgebracht. Tom, du glaubst doch nicht, dass Lukas geschossen hat. Er hat die Waffe genommen, aber er hat nicht geschossen. Wir hätten ihm das verbieten müssen. Na, den Umgang mit Dennis. Ich glaube nicht, dass man hier rauchen darf. Ihrem Sohn geht's besser? Ja. Das freut mich. Danke. Lukas hat immer getan, was die beiden wollten.
Die haben ihn damit reingezogen. Wen meinen Sie mit die beiden? Na, Dennis und Katja. War das so? Herr Wesnick? Kann ich hier vielleicht rauchen? Ich weiß nicht, ob Herr Franz einen Aschenbecher hatte. Wissen Sie, Lukas war sehr verliebt in Katja. Bis er neulich zu mir kam. Völlig aufgelöst, weil sie was mit Dennis angefangen hatte. Ich habe ihm dann gesagt, du, es gibt doch so viele tolle Mädchen. Du hast es doch gar nicht nötig, dieser Katja hinterher zu laufen. Aber er hat nicht auf sie gehört. Nein, die Katja hatte Stress mit ihren Eltern. Die haben da ein ganz furchtbares Verhältnis zu Hause. Deswegen ist sie auch immer zu uns gekommen. Der Vater hat sie offenbar auch geschlagen. Wenigstens hat sie mir das erzählt. Herrgott, noch mal. Wahrscheinlich hat sie das mit Dennis geplant und Lukas zum Mitmachen überredet. Sie haben ihn dazu gebracht, dass er die Pistole von dir besorgt und jetzt versucht sie ihm alles in die Schuhe zu schieben. Katja behauptet nur, der Dennis hat geschossen. Ja? Das kann aber nicht stimmen. Wieso? Wir haben an der Hand und an der Kleidung von Lukas Schmauchspuren gefunden. Ja, natürlich. Er hat ja auch versucht, sich zu erschießen. Es hat nur Ihr Sohn geschossen, Frau Wesnick. Was? Er hat Katjas Eltern erschossen. Und wohl auch Dennis. Dennis hat nicht geschossen, das wissen wir inzwischen. Esther. Oh. No. Wir sind da. Ich gehe nicht in die Schule. Warum haben Sie das getan? Das weiß ich nicht, Marlene. Ich hatte ein paar Freunde da. Mike, Tessie und so. Wir haben Nudeln gekocht. Dennis war oben bei Lukas. Irgendwann sind sie zu uns runtergekommen und wollten mitessen. Die waren so wie immer. Und dann sind sie los. Zu Kathi. Was machen wir denn jetzt? Ich gebe die Praxis auf. Esther, bitte. Lass dir doch wenigstens Zeit. So, dass er nicht aufhört. Träum weiter. Ist sie das? Ja. Ist sie nicht ein bisschen jung? Guten Tag. Tag, Herr Mann. Gehen Sie ruhig schon mal rein. Ich bin gleich bei Ihnen.
Ich habe gestern Ihren Sohn im Krankenhaus besucht. Sie werden ihn morgen in U-Haft verlegen. Bitte setzen Sie sich. Können wir ihn da besuchen? Das müssen Sie. Wichtig ist, dass er weiß, dass Sie da sind. Dass Sie ihn nicht aufgegeben haben. Glaubt ihr das etwa? Er ist verwirrt. Ich glaube, er hat noch nicht realisiert, was er getan hat. Aber irgendwann begreift er das und dann braucht er Sie. Haben Sie schon mit der Staatsanwältin gesprochen? Ja. Wir müssen damit rechnen, dass man ihn wegen Mord anklagen wird. Was heißt das? Die Höchststrafe. 10 Jahre. Aber bei guter Führung und Sozialprognose kann er nach 8 Jahren wieder draußen sein. Und wenn er krank ist, also nicht zurechnungsfähig? Das wird ein Gutachten klären. Aber ich weiß nicht, ob Sie ihm das wünschen sollten. Warum nicht? Aus der Psychiatrie ist es manchmal schwieriger rauszukommen als aus dem Gefängnis. Sagst du gar nichts? Tja, was soll ich denn sagen? Jetzt tu doch nicht so, als ob dich das hier nichts anginge. Oh, doch, natürlich, Esther. Ich weiß, dass ich mit Schuld bin, glaub mir. Ich habe auch wegen Ihres unerlaubten Waffenbesitzes mit der Staatsanwältin gesprochen. Sie hat mir signalisiert, dass sie mit ihrem Strafantrag im unteren Strafmaß bleiben will. Dann kämen Sie mit einer Geldstrafe davon. Sie glauben gar nicht, wie egal mir das ist. Das wird nicht gehen, Lukas. Wozu habt ihr denn diese Anwältin? Oh, Frau Carlotti muss sich an die Gesetze halten. Komm, setz dich doch jetzt erstmal. Hm? Ich hab dir Schokokekse gebacken. Danke. Ich hab keinen Hunger. Dann ist sie später. Ich hab dir noch mehr zu essen eingepackt. Obst und den Käse, den du so gerne magst. Schwarzbrot habe ich auch. Das hält sich. Und Zigaretten, Frau Carlotti meinte, die kannst du gut tauschen. Wo ist Marlene? Einer musste zu Hause bleiben. Heute kommt noch jemand, der sich für die Pferde interessiert. Pferde? Aber sie will dir schreiben. Hm? Die Pferde? Wir wollen die Praxis verkaufen. Warum das denn? Kannst du dir das nicht denken? Fleckchen auch? Ich kann nicht einfach mein Pferd verkaufen, ohne mich zu fragen. Wie bitte? Es ist mein Pferd. Das habe ich mir von meinem Geld gekauft, das Opa mir zur Konfirmation geschenkt hat. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Aber Lukas, du hast hier gar nichts. Ja, aber auch überhaupt nichts zu fordern. Hast du das verstanden? Befrag mal, wie es deiner Schwester jetzt geht. Oder deiner Mutter. Glaubst du, wir geben gerne unser Leben auf? Sind gerne Eltern eines Aussätzigen, eines kaltblütigen Killers? Moment mal, das geht so nicht. Komm sie bitte mit raus. Papa, geh nicht. Musste das sein? Tut mir leid. Mir war, als hätte da ein ganz anderer Junge gesessen. Nicht unser kleiner Süßer Lukas. Hör bitte auf. Warum hat er das getan? Was haben wir falsch gemacht? Warum hattest du eine geladene Pistole im Schrank? Die Pistole hat nicht geschossen, Esther. Lukas hat geschossen. Fahr bitte weiter. Die Redaktion hat heute Morgen angerufen. Sie haben dich auf dem Handy nicht erreicht. Ich bin nicht dran gegangen.
Sie haben einen Job für dich. Du sollst für sie nach Louisiana Aufnahmen machen von den ölverpesteten Stränden da. Ich kann hier jetzt nicht weg. Mach es. Ich glaube, es ist besser, wir trennen uns eine Weile. Was? Ich kann mit Marlene zu Hanna nach Berlin ziehen. Marlene könnte auf die Schule gehen, an der Hanna unterrichtet. Sie hat schon mit ihrem Direktor gesprochen. Du musst ja auch raus. Ja, und vorhin? Ihr seid meine Familie. Katja, wie geht's dir? Gut, und dir? Haben dich deine Eltern geschickt? Nein. Was willst du denn dann hier? Ich dachte, ich könnte irgendwas tun. Für Katja. Ja? Irgendwie helfen. Abend. Marlene, komm, wir nehmen das Rad ins Auto. Okay. Gehst du auch? Ich weiß noch nicht. Aber hier können wir nicht bleiben. Nein. Hi. Toll, dass du wieder da bist. So leid. Ja, danke. Elif hat das geschrieben, sehr fair. Sie wollte vorher mit ihr reden, aber ich habe sie ausgeredet. Also, du machst es? Ja. Großartig. Wann kannst du fliegen? Sofort. Sag mal. Mit deinem Visum ist alles klar gegangen? Wieso? Gegen dich läuft doch eine Anklage wegen illegalem Waffenbesitz. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Gegen eine Geldstrafe. Aha. Ich hole mal einen Wagen. Ja? Papa? Ich bin's. Mama hat gesagt, du fliegst weg nach Amerika. Wegen der Ölpest. Papa? Papa, warum sagst du nichts? Papa?
Ich gehe schon. Ich bin nicht geflogen. Warum? Ich konnte nicht. Lukas hat mich angerufen. Entschuldigung. Anna hat gerade ihren Deutschleistungskurs zu Besuch. Das Gästezimmer ist winzig, dumm. Ich dachte ja auch, dass du jetzt erstmal die nächsten 3 Wochen weg bist. Schon okay, mach dir um mich keine Sorgen. Wie geht's, Marlene? Es geht dir nicht gut. Auf der neuen Schule haben sie rausbekommen, wer ihr Bruder ist. Scheiße. Ich habe heute Morgen schon mit einem Internat in England telefoniert. Sie würden sie aufnehmen, gleich nach dem Halbjahreszeugnis. Das kostet zwar eine ganze Stange Geld, aber wenn wir das Haus verkaufen. Okay, ich kümmere mich drum. Lukas fragt jedes Mal nach dir. Bitte geh hin, besuch ihn. Ich bin noch nicht so weit. Was heißt das? Entschuldigung, ist das Ihr Koffer? Esther, wir können doch nicht so tun, als ob wir damit nichts zu tun hätten. Was haben wir falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Tom, er braucht dich. Du willst es nicht wissen. Vielleicht. Was bringt es, wenn wir uns selbst zerfleischen? Er ist weiter dein Sohn. Ja, natürlich ist er mein Sohn. Sag ihm das.
Warum sind Sie denn überhaupt aus Berlin raus und nach Senitz gezogen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war deine Idee. Tom, mein Mann, war schon immer begeisterter Reiter. Also Distanzreiter mit den Araberpferden. Und da kam uns die Idee mit dem therapeutischen Reiten. Ich bin Physiotherapeutin, dass man das verbinden kann. Und die Kinder? Spielten die eine Rolle bei Ihrer Entscheidung? Ja, natürlich. Sie waren der eigentliche Grund. Wir wollten nicht, dass sie in der Stadt aufwachsen. Tja, so kann man sich täuschen. Ich habe mit Ihrem Sohn gesprochen. Er hat mir begeistert von seiner Kindheit erzählt, von den Pferden, von ihren Reisen. Dass er vieles durfte, was die anderen Kinder nicht durften. Autofahren. Ja, Tom hat ihn manchmal fahren lassen. Natürlich nur auf unserem Grundstück. Er kam mit seinen Füßen noch gar nicht ans Pedal. Weißt du noch? Er saß auf deinem Schoß und hat gelenkt. Tom, bitte. Wir haben es zugelassen, dass er eine Spielekonsole hat. Haben nicht kontrolliert, was für Sachen er damit macht. Oder welche Filme er mit seinen Freunden anschaut. Ich kann das nicht mehr hören, Esther. Dieses heile Weltgetue. Herr Wesnick, das erklärt gar nichts. Viele Jugendliche sehen diese Filme, spielen grauenvolle Spiele am Computer. Und werden nicht zum Mörder, ja. Natürlich zeigen diese Spiele Wirkung. Also, warum? Warum hat er das gemacht? Bei meinem Gutachten geht es zunächst mal um die Schuldfähigkeit. Aber wenn Sie mich nach dem Warum fragen, Herr Wesnick, da kommt immer viel zusammen. Sie haben 3 neue Nachrichten. Herr Wesnick, Lydia Carlotti. Der Gutachter würde sich gerne auch noch Lukas Zimmer anschauen. Ihre Frau sagte mir, dass Sie wieder da sind. Darf ich morgen mit ihm vorbeikommen? Melden Sie sich doch mal. Wo willst du denn hin, Katja? Nach Berlin. Komm, steig ein. Haben Sie was von Jimmy gehört? Jimmy? Na, Lukas. Lukas, der Lokomotivführer. Wir nennen ihn alle Jimmy, wie Jim Knopf. Ich meine, Lukas wäre ja auch ein bisschen krass, oder nicht? Vielleicht schreibe ich ihm mal. Meinen Sie, das geht? Was willst du ihm denn schreiben? Na, dass es mir leid tut. Was tut dir leid? Na, dass das alles passiert ist und so. Wieso? Du kannst doch nichts dafür. Es waren noch die beiden. Lukas und Dennis. Oder nicht? Was soll denn das jetzt werden? Hast du eine Idee, warum die das getan haben? Nee, ich hab keine Idee, warum die das getan haben. Sieg aus den Seelenklempner oder was? Hast du dir mal überlegt, dass die das wegen dir gemacht haben? Um dir zu imponieren? Vielleicht hast du ja gewusst, was sie vorhatten. Was sind Sie denn für ein Arsch? Sie können jetzt mal schön anhalten. Anhalten! Katja, nur steig wieder ein, komm. Jetzt hauen Sie endlich ab. Es tut mir leid. Und jetzt hauen Sie endlich ab, sonst hält die überhaupt keiner mehr an. Komm, wer weiß, wo du damit fährst. Na, hoffentlich bei niemandem, der so bekloppte Fragen stellt wie Sie. Es tut mir leid, ich halte auf die Schnauze. Komm. Der Auto ist cool. Findest du? Ja, finde ich. Ich bin mal mit Jimmy mit dem Ding gefahren, als sie nicht da waren. Ja, was? Ist ja jetzt auch scheißegal. Ich habe gehört, dass du nach England aufs Internat gehst. Stimmt das? Oh, Tom, ja. Das sieht nicht so fies aus. Muss ja krass teuer sein, wa? Weiß nicht.
Wie, das willst du nicht? Ich würde das auch gern machen. Und wo herrschst du? Nach den Zeugnissen. Esther, ich halte es nicht mehr aus. Bitte schick sie weg. Beschwer dich bei deinem Vater. Wann gehst du Lukas besuchen? Tom, anstatt uns dieses Mädchen hier anzuschleppen, solltest du dir lieber Gedanken machen, was mit deinem Sohn wird. Ich hab's noch nicht geschafft. Du hast Angst vor ihm. Ja, vielleicht. Hat er dir irgendwas gesagt? Was? Ja, was wohl, Esther? Esther, ich fühle mich schuldig. Wir sind schuldig. Wir haben ihn großgezogen. Und was ist das Ergebnis? Drei Tote. Ich kann so nicht denken. Aber wir müssen so denken. Ich mach das schon, danke. Alle denken so. Es ist mir egal, was alle denken. Oh, das stimmt doch nicht, Esther. Warum bist du den Hals über Kopf aus denen jetzt abgehauen? Versteckst dich hier in der Großstadt. Warum? Warum hat er das getan? Dann frag ihn doch. Geh zu ihm und frag ihn. Ach, und du glaubst, ich krieg da eine Antwort. Kann ich heute hier schlafen? Nein, das geht leider nicht. Marlene und ich sind hier selber nur zu Gast. Die Wohnung gehört einer Freundin von mir. Was ist mit Ihnen? Ich wohne noch nicht hier. Ich bin noch draußen in Seenitz. Verstehe. Dann geht mal besser. Warte mal, Katja. Wo willst du denn jetzt hin? Weiß ich auch nicht. Katja, ich glaube, das Beste ist, Tom bringt dich zurück zu deinem Onkel und deiner Tante. Die wollen mich da überhaupt nicht. Den Jimmy. Aber er hat deine Eltern erschossen. Entschuldigung. Ihre Frau, die war immer nett zu mir, aber sie kenne ich ja eigentlich kaum. Ja, ich war viel weg. Jimmy, der hat mir immer von ihren Reisen erzählt und manchmal haben uns auch die Fotos angekickt, die sie ihm gemailt haben. Und dann war das eine mit dem kleinen Eisbären, der auf seiner Mama liegt und das ist echt total süß. Tja, der ist tot, der kleine Eisbär. Weil seine Mama ihm keine Fische mehr fangen konnte. Jimmy, der hat sie total geliebt. Judike, ich geh dann mal. Raus! Raus! Wenn ich dich noch einmal mit meiner Nichte erwische, dann mach ich dich fertig.
Morgen. Tag. Tag. Stören wir? Ich hatte ja angerufen. Sie wollen Lukas Zimmer sehen? Ja. Kommen Sie rein. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Sie? Ich auch nicht. Ach so. Da hinten. Sie packen. Die Polizei meint, es wäre besser, wenn ich auch gehe. Die Menschen hätten es hier schon schwer genug. Da brauchen die einen wie mich nicht auch noch in der Nachbarschaft. Warum gehen Sie nicht rein? Das ist ein ganz normales Jungenzimmer. Warum haben Sie mich nicht zurückgerufen? Sie sehen doch, was hier los ist. Warum besuchen Sie Lukas nicht? Ich werde ihn besuchen, wenn ich es für richtig halte. Herr Wesnick, wovor laufen Sie weg? Vor ihm? Vor Lukas? Er ist Ihr Sohn. Wofür bezahle ich Sie? Dass Sie hier die Psychologin spielen? Entschuldigung. Sie bezahlen mich, damit ich für Lukas vor Gericht das Beste raushole, oder etwa nicht? Bringt ihm nichts, wenn man ihn in Watte packt. Da haben Sie recht. Es nützt ihm aber auch nichts, wenn man ihn alleine lässt. Das hat Lukas mir gemalt, als er 6 Jahre alt war. Schön. Ja. Er hat schon immer gut gemalt. Wissen Sie, als ich Lukas das erste Mal getroffen habe, da, wie soll ich das sagen, habe ich einen irgendwie verkorksten Jungen erwartet. Ohne Ideale, ohne Vorbilder. Emotional verkümmert. Ich weiß nicht. Kann ich mich setzen? Ja, bitte. Danke. Es ging irgendwie nicht zusammen mit dem, was ich aus den Akten wusste. Die Tat, meine ich. Aber er hat es getan. Ja. Und das fällt mir ebenso schwer zu begreifen wie Ihnen. Und deshalb wollen Sie ihn entschulden? Damit Sie die Welt wieder begreifen können? Ich will ihn nicht entschulden, Herr Wesnick. Er ist immer noch der, der dieses Bild hier gemalt hat. Nein, Frau Carlotti, das ist er nicht. Er hat 3 Menschen erschossen. Tut mir leid. War dumm von mir. Was wird es denn? Ein Junge. Ein Junge. Ich wäre dann fertig. Können Sie mich vielleicht mit nach Berlin nehmen? Ihre Frau hat ihm das eingepackt. Auf der Bibel? Die hätte sich wohl gewünscht. Hallo. Wie geht's dir? Das hat mir deine Mutter für dich mitgegeben. Hallo, Papa. Hallo. Sag Mama, danke. Wie geht's Marlene?
Ist sie schon in England? Sie fährt erst nach den Halbjahreszeugnissen. Und bringt ihr sie? Ja, Mama bestimmt. Und du? Ich weiß nicht, wahrscheinlich bleibe ich hier. Marlene meint, sie glaubt, ihr trennt euch. War sie hier? Ja, neulich mit Mama, aber das hat sie mir geschrieben. Sie schreibt mir oft. Das ist schön. Ich weiß, dass alles meine Schuld ist. Scheiße. Was ist scheiße? Dass ich nicht tot bin. Lukas, drei Menschen sind tot. Durch deine Schuld. Du hast sie erschossen. Kaltblütig. Ohne jeden Grund. Also was erwartest du von mir? Dass ich das verstehe? Dass ich dir verzeihe? Dass ich dir helfe? Wäre toll. Von euch allen. Okay, besorge ich dir. Gut, in zwei Wochen ist dein Prozess. Ich denke, Frau Kandert hat noch eine Menge mit dir zu besprechen. Ich habe Katja getroffen. Katja? Ja, sie lässt dich grüßen. Sie wollte dir schreiben, hat sie wahrscheinlich nicht. Nein. Mach's gut. Herr Wessling? Ich habe was für Sie. Was denn? Unten im Wagen. Sie müssten mir tragen helfen. Ich habe vorhin mit dem Gutachter telefoniert. Er hält Lukas für voll schuldfähig. Das Gericht muss dem natürlich nicht nachkommen, aber in der Regel tun sie es. Ich wollte nur, dass Sie das wissen. Danke. Das sind Lukas Sachen, auch sein Computer. Die Staatsanwaltschaft hat ihn mir ausgehändigt. Ja, was soll ich damit? Ihre Frau will sie auch nicht haben. Was soll ich damit machen? Wegschmeißen? Thank you.
Was ist das? Das ist das Fotobuch, was ich Lukas mal gemacht habe. Ach ja. Das war bei den Sachen, die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt hat. Ja und? Schau rein. Die Wüste ist sauber und rein. Kein Schmutz, kein Dreck, kein Abschaum. Die totale Harmonie, das Göttliche. So stelle ich mir die Welt vor, in der ich leben möchte. Befreit von allem Minderwertigen, Dummen, Kranken, Spastischen. Hör auf. Nacheinander knien sie sich in den Sand. Ihr weißes, schwabbelndes Fleisch hängt wie Lappen an ihren Körpern. Sie schauen mich an und winseln um Gnade. Ich halte den Lauf meiner Luga Parabellum an ihre Stirn und drücke ab. Zack, zack. Ja, bitte auf. Was ist das für eine Scheiße? In seinem Kopf. Esther. Wusstest du davon? Esther? Er war in Behandlung. Lukas hat eine Therapie gemacht. Er wollte nicht, dass ich es dir sage. Er hat sich geschämt, deswegen. Es sollte unser Geheimnis bleiben. Aber Esther, verdammte Scheiße! Unser Sohn ist krank und ich weiß nichts davon! Was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß nicht. Er wollte nicht, dass du es erfährst. Es war ihm peinlich. Es war ihm peinlich? Aber was ist denn passiert, dass ihr plötzlich kein Vertrauen mehr zu mir habt? Was passiert ist? Du warst doch nie da. Das ist doch nicht wahr. Du warst wochenlang nicht da. Wir haben nichts von dir gehört. Nichts. Die Kinder hatten immer eine scheiß Angst um dich. Und wenn du endlich zurück warst, hast du nie gefragt, ist alles in Ordnung? Gibt es Probleme? Du hast mir immer das Gefühl gegeben, dass alles in Ordnung ist. Ich hab's gar nicht verlangt von dir. Ach, cool. Ich hab auf meinen Reportagen weitaus größere Scheiße erlebt. Als was, Tom? Als was? Als das hier? Tom, schön, dass du endlich in unserem Leben angekommen bist. Vorletzten Sommer an. Er hat immer wieder ins Bett gemacht. Er hat versucht, das zu vertuschen, aber natürlich habe ich es gemerkt. Ich habe nichts gesagt, aber eines Nachts habe ich ihn dabei beobachtet, wie er zur Haustür schlich, um nachzusehen, ob sie abgeschlossen war. Da habe ich ihn dann zur Rede gestellt und dann hat er mir gestanden, dass er Ängste hat. Die hat jeder. Nicht solche. Es war ihm wirklich ernst, Tom. Er konnte nicht mehr schlafen. Er hatte Angst, dass wir überfallen werden, dass jemand ins Haus kommt und uns umbringt. Manchmal ist er dreimal in der Nacht aufgestanden, um jedes Fenster zu kontrollieren. Ich bin dann mit ihm zu einem Psychologen hier in Berlin gegangen und der hat mit ihm eine Gesprächstherapie gemacht. Ja, super. Was sonst? Ich wusste, dass du so reagierst. Genau deshalb habe ich es dir nicht erzählt. Du hättest es doch gar nicht akzeptiert, dass dein Sohn Hilfe braucht. Jetzt hättest du es mir sagen müssen. Spätestens jetzt. Lukas ist krank. Er muss in Behandlung. Ich habe mit Professor Balthasar gesprochen. Er glaubt, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ist das der Arzt, der ihn behandelt hat? Ja. Wo finde ich den? Tom, er wird dir nichts anderes erzählen als mir. Okay. Ich finde ihn auch ohne dich.
Tom, bitte. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Das ist das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Wie geht es Ihnen? Fragen Sie lieber, wie es meiner Frau geht. Und Ihnen und Ihrer Tochter. Morgen beginnt die Hauptverhandlung. Lukas' Anwältin glaubt, dass das Gericht auch voll schuldfähig erkennen wird. Das würde mich nicht wundern. Entschuldigung, ich habe Ihnen gar nichts angeboten. Sie glauben also inzwischen auch, dass Sie Lukas zu früh entlassen haben? Natürlich. Und wieso kann er dann schuldfähig sein? Die Frage ist nur, ob er wusste, was er tat. Wollen Sie auch rein? Nein, nein, danke. Ich möchte, dass Sie vor Gericht als Zeuge auftreten. Ein eigenes Gutachten erstellen. Und was versprechen Sie sich davon? Lukas ist krank. Er trägt keine Verantwortung für das, was er getan hat. Was macht Sie da so sicher? Das hier. Er kann wirklich gut zeichnen. Was? Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Lukas hat ein eigenes Pferd, ist das richtig? Lukas hat mir mal erzählt, er habe Angst vor seinem Pferd. Ich habe ihn gefragt, warum, und er hat gesagt, das Pferd will ihn kontrollieren. Verstehen Sie? Kontrollieren, nicht etwa abwerfen oder so. Ich habe da natürlich auch an eine schizophrene Störung gedacht, aber die Symptome waren einfach nicht da. Antriebsarmut, Vereinsamung, motorische Defizite, plötzlicher Leistungseinbruch in der Schule. Ganz im Gegenteil, er ist ein guter Schüler, stimmt's? Aber diese Mordfantasien, diese brutalen Zeichnungen, sind das keine Symptome? Nein, nein, nein. Wenn überhaupt, waren das Mittel, um seine Ängste abzubauen. Aber bitte, bitte setzen Sie sich doch. Zeige Demut und winsel um Gnade. Die Mutter des Mädchens musste auch gefesselt vor ihm knien. Er hat das umgesetzt. Dann sagen Sie mir, warum er es umgesetzt hat. Wissen Sie, jede Gewalttat entspringt im Grunde einer Angst. Ein Tier reagiert auf Bedrohung mit Aggression oder mit Flucht. Bei uns Menschen ist das genauso. Nur geht es bei uns meist nicht mehr um Zugang zu Nahrung oder Fortpflanzung. Wir haben Angst vor Macht oder Ansehensverlust. Und im Gegensatz zum Tier können wir uns eine Zukunft vorstellen. Wir haben also auch Angst vor einer imaginären, nicht gegenwärtigen Bedrohung, die nur in unserer Fantasie besteht. Vor einer solchen Angst kann man nicht fliehen. Lukas hat getötet, weil er Angst vor der Zukunft hat. Er hat sie immer bewundert. Wussten Sie das? Hat er Ihnen das gesagt? Er wollte werden wie Sie. Und offensichtlich hatte er große Angst, dass er das nicht schafft. Moment, also ich meine, wir haben nie Druck ausgeübt, meine Frau und ich. Also wir haben unseren Kindern immer das Gefühl gegeben, dass alles in Ordnung ist, so wie es ist. Vielleicht war in Ordnung nicht genug bei Lukas. Wir hätten ihn mehr bestärken sollen. Ich weiß nicht, ob das bei ihm etwas geändert hätte. Er hätte ihn wahrscheinlich nicht mehr geglaubt. Sie haben doch gesagt, er hat mich bewundert. Er hat den Kontakt zu Ihnen verloren. Sie waren zu weit weg. Aber wissen Sie, das ist
Ganz normal bei Heranwachsenden. Ja, aber nicht jeder Heranwachsende erschießt kaltblütig drei Leute. Ja, guten Abend, Papa. Ich hab Hunger. Hunger? Hunger? Ja. Hallo. Herr Wesnick, es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, warum. Bei Lukas sind viele Dinge zusammengekommen, die letztlich zur Katastrophe geführt haben. Sie wollen uns nicht helfen. Was ich tun kann, tue ich gern. Dann erstellen Sie ein Gegengutachten. Lukas wusste, was er tat. Er hat es ja selbst hier aufgeschrieben. Bei Jugendlichen ist Mord sehr oft ein verhinderter Selbstmord. Lukas braucht sicher eine Therapie. Aber er ist schuldfähig. Das hat mein Kollege richtig erkannt. Und Sie sind die Verantwortung los. Nur darum geht es Ihnen. Frau Westig, eine Frage. Welche Strafe erwarten Sie für Ihren Sohn? Hier, schauen Sie hier rüber. Moment, bitte. Die ganze Nacht versucht, Sie zu erreichen. Sie waren das? Ja, warum gehen Sie denn nicht ran? Weil ich nachts mein Telefon leise stelle, sonst komme ich überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Lukas war vor 2 Jahren in psychologischer Behandlung, wegen Wahnvorstellungen. Meine Frau hat mir das nicht gesagt. Warum nicht? Lukas wollte das nicht. Ich weiß es von Lukas. Ich habe auch mit dem Gutachter darüber gesprochen. Er hat wohl mit dem behandelnden Arzt telefoniert. Wenn ich richtig informiert bin, ist es Dr. Balthasar. Ja, der Mann weigert sich, ihm seine Krankheit zu attestieren. Er wird seine Gründe haben. Herr Wesnick, Balthasar ist ein anerkannter Jugendpsychiater. Wir sollten sehen, dass wir hier verschwinden. Kommen Sie. Frau Carlotti, der Mann hat meinen Sohn ein halbes Jahr behandelt. Er hat ihn als geheilt entlassen. Wen verteidigen Sie ja eigentlich? Ihren Sohn? Ja, davon merke ich nicht viel. Aber vielleicht überfordert Sie das Ganze ja auch in Ihrem Zustand. Wollen Sie mir das Mandat entziehen? Ich will, dass Ihr Sohn eine Chance auf ein normales Leben bekommt. Als Mörder? Als Mörder. Morgen. Wo ist denn mein Vater? Dem ist wahrscheinlich was dazwischen gekommen. Tom? Was machst du hier? Warum bist du nicht zur Verhandlung gekommen? Was soll ich denn da? Hier, kann ich ihm viel mehr nützen. Esther, ich will, dass ein ganz neuer Gutachter bestellt wird, der sich das hier alles nochmal anschaut. Kennst du diesen Mist? Mit dem sich unser Sohn den ganzen Tag zugedröhnt hat? Da musst du ja zum Killer werden. Was willst du? Die Hersteller dieser Spiele vors Gericht ziehen? Ja, wenn möglich auch das. Esther, Lukas ist krank. Er ist nicht verantwortlich für das, was er gemacht hat. Dann sperren Sie ihn weg. Dann kommt er in Sicherheitsverwahrung. Dann kommt er vielleicht nie mehr raus. Ja, vielleicht. Tom, willst du, dass er nie mehr rauskommt? Tom, ich habe dich was gefragt. Willst du, dass er nie mehr rauskommt? Ist er, wenn Lukas krank ist, dann muss er in Behandlung. Alles andere wäre verantwortungslos. Dir geht es gar nicht um Lukas.
Hier geht's nur um dich. Du willst entschuldet werden und dafür bist du bereit, deinen Sohn für verrückt erklären zu lassen. Hallo, Tom! Hey, ist euer Kollege. Jetzt warte mal! Du warst ja gestern nicht da. Ich hab Issa gesehen. Sie wirkt sehr stark. Entschuldigung, ich muss da rein jetzt. Ja, Elif, schreibst du über den Prozess? Naja, so gut es geht. Eure Anwältin ist nicht sehr auskunftsfreudig. Die Staatsanwaltschaft auch nicht. Lukas war in Behandlung bei einem Professor Balthasar, 2 Jahre her. In Wahnvorstellungen fühlte sich verfolgt und so. Aber niemand untersucht das. Warum nicht? Ist das Automatik? Ich hatte das Gefühl, er will gar nicht weg. Er spielt auf Zeit. Wieso? Ich hatte das Gefühl, er wartet auf jemanden. Auf wen? Ich weiß nicht. Vielleicht seine Eltern? Wir müssen über die Waffe reden, Herr Wesnick. Ja, ich weiß. Sie haben sie gefunden? In unserem Haus. Im Keller. Warum haben Sie sie nicht weggegeben? Wir wohnen sehr einsam. Hätten Sie sie benutzen können? Ich meine, wussten Sie, wie man sie lädt? Ich war bei der Bundeswehr. Und Lukas? Nein, also, ich habe ihm das nie gezeigt, wenn Sie das meinen. Ich schieße im Verein, ja. Dennis auch, dann hat der keine Lust mehr gehabt. Hätte er damit umgehen können? Wahrscheinlich. Aber er hat nicht geschossen. Warum hast du ihn nicht in Ruhe gelassen? Dennis hatte Probleme in der Klasse wegen meiner Frau. Sie ist Ausländerin. Der Einzige, der sich mit ihm abgegeben hat, war er. Ich war ja auch stolz deswegen. Wir waren ja was Besseres. Wer rechnet denn mit sowas? Herr Brandt? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es mir leid tut. Was tut dir leid? Das mit Dennis. Dass ich ihn damit reingezogen habe. Du hast ihn abgeknallt. Du hast ihn kaltblütig abgeknallt. Tut sie das nicht? Stopp, stopp, stopp! Geht das auch gleich? Auseinander! Gib mir das auch gleich! Auseinander! Gib mir das auch gleich! Tut die Ratze! Tut sie das auch! Völlig unvermittelt stürzte sich der Vater von Dennis B. auf den Angeklagten. Erste zu eine Sicherheitskräfte kommen ihn von dem Jungen wegziehen. Der Angeklagte, Lukas W., ist bis auf einige Prellungen im Gesicht mit dem Schrecken davon gekommen. Trotzdem hat das Gericht die Verhandlungen für 2 Wochen unterbrochen. Papa? Papa? Hey. Hallo. Haust du ab? Nein, nein. Die Maklerin hat endlich einen Käufer für unser Haus gefunden. Ich muss ein paar Tage raus, alles regeln. Das war's dann wohl. Nächste Woche fliege ich nach England. Bringt dich Mama? Sie will bei Lukas bleiben. Jetzt, wo sie den Prozess vertagt haben. Soll ich dich bringen? Papa? Ja? Sag ihr bitte, dass du dich kümmerst. Sag ihr, dass sie mich bringen soll. Sie muss da weg, sie schafft das nicht mehr. Schatz. Okay, das mache ich. Ich spreche mit ihr. Wann können wir denn hier raus sein? Wann sollen wir draußen sein? Sagen wir zum 1.3. Bis dahin müssten Sie dann alles geregelt haben. Einverstanden? Okay.
Sollen Sie sich ruhig noch versorgen, wenn Sie möchten. Was machen die denn da? Die haben unser Haus gekauft. Ui. Das ist aber schade, oder? Ich muss morgen vor Gericht aushaken. Schaffst du das? Weiß ich nicht. Was werden die denn da so fragen? Wahrscheinlich, wie es gewesen ist an dem Abend. Was soll ich denen dann sagen? Na, wie es war. Die Wahrheit. Können Sie dem den Jimmy geben? Mach ich. Liebster Jimmy, ich weiß, ich hätte mit Dennis nie etwas anfangen dürfen. Das war voll gemein, dass du das für mich getan hast. Das ist echt süß. Das ist ein Brief an Lukas. Sie gibt darin zu, dass sie ihn total angestiftet hat. Dass du das für mich getan hast, ist echt süß. Ich weiß jetzt, dass du mich liebst. Herr Wesnick, das sind die überspannten Gefühle einer 16-Jährigen. Außerdem haben Sie das Briefgeheimnis verletzt. Wollen Sie mich jetzt anzeigen? Sie wissen, was das für Katja bedeutet. Es tut mir leid, ja. Aber Lukas ist mein Sohn. Frau Carlotti, Sie haben selber gesagt, dass er es verdient hat, eine zweite Chance zu bekommen. Und wenn das stimmt, was da drin steht, dann hat sie ihn zur Tat angestiftet. Darf ich der Zeugin eine Frage stellen? Einwände? Bitte. Wart ihr verabredet an dem Abend, Dennis, Lukas und du? Wie jetzt? Wusstest du, dass die beiden vorbeikommen wollten? Ja, na klar, wusste ich das. Um dich abzuholen. Ja, nee. Katja außer ist. Aber sie sind trotzdem gekommen. Wieso denn? Wenn du gar nicht raus durftest. Na, nur so zum Chillen bei mir. Das haben deine Eltern erlaubt. Nee, nicht wirklich. Katja. Hast du gewusst, was Dennis und Lukas da vorhatten? Dass sie deine Eltern erschießen wollten? Katja. Sie hat es nicht gewusst. Und Dennis auch nicht. Es war meine Idee. Dennis hat gedacht, wir hauen mit der Katja ab und jagen ihren Eltern einen kleinen Schrecken ein. Der wusste nicht mal, dass die Waffe geladen war, bis ich dann den Ramelow erschossen habe. Lukas, lass es. Ich hab dann die Katja geholt, weil sie sehen sollte, dass ich es ernst meine. Und was für ein Versager Dennis ist. Dann habe ich auch die Frau Ramelow erschossen. In den Kopf. Die war aber noch nicht tot, also habe ich nochmal geschossen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Die waren auch immer total ätzend, deine Eltern. Ich dachte, du findest es voll geil. Sorry, Kathi. Das war zu krass. Ich weiß. Als ich Katja dann weggeschickt hatte, wollte Dennis auf einmal auch abhauen. Und da bin ich total ausgerastet. Ich war irgendwie voll sauer, dass er mich im Stich lässt. Ich rede mich nicht raus, Papa. Das habe ich dir versprochen. Den einzigen, den Sie hier verurteilen müssen, bin ich. Die anderen haben nichts damit zu tun. Warten Sie. Was war denn da los? Nichts. Wusstest du, dass dieser Balthasar sich schon mal geirrt hat?
Aufgrund seines Gutachtens wurde vor 4 Jahren in Kassel ein Sextäter vorzeitig aus der Haft entlassen. Der hat dann 2 Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Verstehst du jetzt, warum er nicht für Lukas aussagen will? Der hat Schiss, dass er sich wieder irrt. Lukas ist nicht krank. Wie? Lukas ist nicht krank. Hier ist Lydia Carlotti. Ihr Sohn hat in seiner Zelle einen Selbstmordversuch gemacht. Er liegt im Krankenhaus. Können Sie kommen? Gehen Sie ruhig vor. Es ist da rechts. Der erste Flug aus London war ausgebucht. Geht's ihm? Er ist außer Lebensgefahr. Sie haben ihn schnell gefunden. Ein Brief von Lukas an uns. Kannst du bleiben? Die Ärzte haben gesagt, es wäre besser, wenn wir hier sind, wenn er aufwacht. Liebe Mama, lieber Papa, ich wollte stark sein, zu meinen Taten stehen, so wie Papa es verlangt hat. Ich habe Dinge getan, die ich nicht begreifen kann, Menschen getötet. Ihren Angehörigen unendliches Leid angetan. Am meisten wohl euch und Marlene. Neulich, als Dennis Vater mich im Gericht angegriffen hat, da hatte ich Angst, dass er mich tötet. Und dann habe ich Papa gesehen, der mir nicht helfen konnte. Ich verstehe das, Papa. Ich bin nicht mehr dein Sohn. Ich habe mich durch das, was ich getan habe, von euch abgeschnitten. Endgültig. Aber so will ich nicht leben. Ohne euch. Ohne Familie. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tod. Bitte trennt euch nicht. Ihr habt noch Marlene, die braucht euch. Und denkt nicht mehr an mich. Ihr seid nicht schuld. Lukas.